Heute machen wir einen richtig leckeren Zwetschgenkuchen. Wir brauchen dafür 500 Gramm Zwetschgen. Zu Beginn waschen wir unsere Zwetschgen und dann schneiden wir diese längs auf. Aber Vorsicht, nicht direkt komplett durchschneiden. Wir entkernen diese und dann schneiden wir jeweils an der Spitze einen kleinen Schnitt hinein. Nun legen wir diese erstmal beiseite. Für unseren Kuchenboden benötigen wir kalte gewürfelte Butter sowie Backpulver, dann anschließend noch etwas Milch, Mehl und Zucker oder Zuckerersatz und natürlich zwei Päckchen Vanillezucker. Außerdem ein Ei und den Abrieb einer Zitronenschale. Abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst. Dann wird alles kräftig durchgeknetet. Den fertigen Teig stellst du dann für 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend bereiten wir unsere Streuseln vor. Hier nehmen wir eine kleine Schüssel und geben Semmelbrösel, Zimt, Zucker oder Zuckerersatz und natürlich 2 bis 3 Esslöffel Limonade hinzu und verrühren das Ganze ganz gut. Als nächsten Schritt nehmen wir unseren Teig aus dem Kühlschrank und drücken diesen kräftig in die Form. Achte darauf, dass du vorher die Form schön mit Butter einreibst, damit du am Ende, wenn der Kuchen fertig ist, ihn besser von der Form lösen kannst. Zum Schluss geben wir unsere Zwetschgen nun dachziegelförmig in unsere Form. In der Regel sollten alle Zwetschgen gut in die Form hineinpassen. Danach beträufeln wir unseren Zwetschgenkuchen mit unseren Streuseln. Und zu guter Letzt kannst du noch ein paar gestiftete Mandeln hinzugeben. Das Ganze lässt du dann bei 200 Grad mit Unter- und Oberhitze für ungefähr 40 bis 50 Minuten backen. Guten Appetit! Schau dir auch unbedingt die anderen Rezeptvideos an. Da ist auch sicherlich was Leckeres für dich dabei. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.